Bist du denn das echte Christkind? Ja, natürlich bin ich das echte Nürnberger Christkind. Wie ist es denn, Christkind zu sein? Es ist spannend, es ist aufregend, es ist teilweise auch sehr anstrengend, aber es macht vor allem Spaß. Das heißt, so am 24. Dezember bist du dann fertig. Du hast ja richtig viele Termine. Ja, also man ist auf der einen Seite natürlich froh, dass man das dann doch irgendwo geschafft hat, alle seine Termine zu meistern und freut sich dann auch wieder, Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, endlich ist das vorbei. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich bei irgendwelchen Terminen bin und mich mit den Menschen unterhalten kann. Aber es ist dann auch schön, wieder ein bisschen Zeit für sich zu haben. Wie ist es denn für dich, quasi die Identifikationsfigur für Kinder zu sein? Es ist teilweise sehr interessant. Es ist eine ganz neue Erfahrung, um ehrlich zu sein. Man kann es jetzt eigentlich nicht so beschreiben. Kinder sehen in einem so ein bisschen was Himmlisches, auch einfach was Schönes. Also ich glaube, im Christkind identifizieren die wenigsten Kinder jetzt irgendwas Negatives. Irgendwie in die Richtung, ja, das Christkind hat mir letztes Jahr nicht das und das Geschenk gebracht. Ich glaube, die freuen sich einfach, wenn sie mich sehen. Und das ist eigentlich immer eine schöne Erfahrung. Die werden ja auch ihre ganzen Wünsche an dich los. Was ist so der meistgewünschte Wunsch? Letztes Jahr war es beim Mädchen vor allem viele Pferde. Da haben meine Engel mir auch erst noch erklären müssen, was viele Pferde überhaupt sind. Wisst ihr das noch? Ja, das sind solche kleinen Tierchen, also solche Pferde. Da gibt es jetzt zurzeit wieder neue mit so mit so Schmuck oder sowas. Es gibt jetzt auch solche großen, also das sind solche kleine Pferde, die sind bunt. Manche haben Flügel und Kronen, verschiedene Steine, gibt's ganz verschiedene. Ja, und bei Jungs ist es eigentlich hauptsächlich immer Lego oder irgendwelche Actionfiguren. Genau. Darf das Christkind für Weihnachten denn selbst auch einen Wunsch loswerden? Wenn ich einen hätte, ja. Und der wäre? Also ein 1-0-Abitur wäre natürlich super. In der guten Stube auf dem Marktplatz unserer Stadt Schweinfurt. Ich habe heute ganz persönlich erstmals das große Vergnügen und die hohe Ehre, Ihnen zum 27. Mal jetzt in Schweinfurt das Nürnberger Christkind vorzustellen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Begrüßen Sie mit mir das Original Nürnberger Christkind. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich stehe noch ganz am Anfang meiner Amtszeit dieses Jahr und deshalb freue ich mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder in Schweinfurt sein kann, denn wie ich finde, ist es immer ein sehr, sehr schöner Termin für mich und vor allem sehr entspannend und ich freue mich, dass ich dieses Jahr wieder hier bin. Wie letztes Jahr auch, habe ich Ihnen meinen Prolog mitgebracht. Möchten Sie ihn hören? Ja? Sehr schön. Wir könnten dem Christkind ja jetzt schon alle Wünsche von der Kleinen verraten, wir wissen es ja schon. Also ich glaube, ich kriege die nicht mehr alle zusammen, jetzt ist so viel gewünscht. Ich habe auch nur das Pony gemacht. Liebes Christkind, wenn sich jemand von dir ein Pony wünscht, kannst du das irgendwie dahin tragen? Ein echtes Pony oder ein Stofftier-Pony? Also so, was ich rausgehört habe, war das ein echtes Pony. Also ein echtes Pony. Da muss ich erstmal mit Mama und Papa drüber sprechen. Also allein kann ich das nicht entscheiden. Aber du könntest es hinreiten. Kann ich ja. Gut, naja, das ist ja schon mal gut. Wir gucken mal, was noch so auf dem Wunsch ist.